Einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus dem sonnigen Frankfurt. Ich freue mich sehr auf die ALS Ice Bucket Challenge und danke meinem Vater sehr für die Nominierung. Das ist mit Sicherheit leicht gefallen aus 40 Grad in der Türkei. Mein guter Freund Ramazan Dinja ist hier, der sich den Spaß nicht nehmen lassen wollte. Wie bei das Ding exakten gleich 18 Grad, hier ist der Beweis dafür. Direkt aus Frankfurt, boah. 18 Grad, herrliche Temperatur. Also mir ist jetzt schon kalt genug, es regnet leicht. Aber ich finde die Sache geil, weil es wieder zeigt, wie powerful so ein Netzwerk sein kann. 15 Millionen Euro wurden insgesamt gespendet, mittlerweile, habe ich gelesen heute. Von daher vergesst auch das Spenden nicht, alsa.com, ganz wichtig. Oh, wen nominiere ich? Ich habe die Regeln nochmal gelesen, man muss mindestens 3 und ich habe 6 Leute für euch, weil einfach wir wollen die Message nach draußen tragen und es hat einfach so viele Leute verdient. Als erstes, damit es in der Familie bleibt, Devin Kakmaji, viel Spaß. Punkt 2, ganz wichtig, ich freue mich. Du musst auch nicht das Wasser nehmen, weil ich habe gemerkt, du hast dich aufgeregt. Oh Gott, die viele Wasserverschwendung. Lass sein, nimm einfach eine eiskalte Flasche Wodka. Das tut dir viel mehr weh. Marc Rufen-Bretauer. Als drittes, meine liebe Freundin Miki Schreiber, einfach weil du es verdient hast. Nummer 4, da freue ich mich ganz besonders drauf. Heute Abend bist du fällig Dennis Rimonti vom Bistro Salvatore. Das wird besonders lustig. Nummer 5, einfach nur, weil ich die Haare mal nass sehen will, Steffen Pferr, das wird eine ganz, ganz geile Sache. Und last but not least, Mega Eyup, mein Freund Eyup Gürlü im Anzug bitte, möchte ich sehen, wie du nass gemacht wirst. So, und jetzt geht's los, Ramazan. Ich wünsche dir viel Spaß. Sei tapfer. Reite deines Amtes.